So, liebe Leute, Dienstag ist's. Ich bin an unserem nächsten Hieb. Gestern war ich auf der Bauern-Demo, ob ich euch das Video zeige oder nicht, sehen wir noch. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu Vlog Nummer 53. Oder halt zum nächsten Vlog, Nummer weiß ich jetzt mal wieder nicht. Ja, wenn man halt voll zum Laufen ist mit Windi und Maßband und nochmal 5 Meter zurückschlappen will, hängt man halt das Windeseil an der Kerle nach. Ja, genau. Also, da haben wir einen Haufen Esche gemacht. Habe ich ja mit der Rückizange schon einen Teil raus und jetzt mit dem Rungenwagen ein wenig aufräumen und noch den Rest mal noch bergen. Aber ich habe ja die ganze Woche noch Zeit. Wir haben jetzt gerade so minus 3 Grad, nachts haben wir bis zu minus 10, also das bleibt die ganze Woche gefroren. Das wird gut. So, wir haben es immer noch Dienstag. Allerdings, ich glaube jetzt. Ah ja, 6. Ja, dank meiner tollen LED-Beleuchtung. So, jetzt standen wir aber nicht hangabseitig. Ja, da kommt ja noch Stahlseil zwischendrin. Oh. Warum sind Sie gestorben, Herr Ried? Ach, ich habe bei Nacht Holz gerückt. Ja, dank meiner tollen LED-Lichttechnik hier ist das auch nachts überhaupt kein Problem. Also klar, so gut wie an einem Haarwäscher oder sowas oder im Rückizug ist jetzt natürlich hitte. Aber ich sag mal, für das, was ich tue, tut es das gut. Und das Wetter muss man halt ausnutzen. So, jetzt tun wir den da noch aushängen. Aushakeln. Ich habe jetzt auch mal die Winde abgeschmiert, weil ich habe immer noch im Kopf gehabt, dass da irgendwo ein Schmiernippel ist. Wir haben aber ums Verrecken nicht mehr gewusst, wo der schon ein Schmiernippel ist. Also ich habe es im Kopf gehabt, dass einer da ist. Aber wo genau der ist, habe ich eben nicht mehr gewusst. Und, aber ich habe ihn jetzt letztens gefunden. Jetzt habe ich die Winde abgeschmiert und habe auch das Zahnrad ein wenig fett nah, wo der Motor die Winde antreibt. Weil alles, was sich bewegt und auf Reibung ist, da gehört meiner Meinung nach im Normalfall ein wenig fett nah. Ja, ich würde ein anderes Teil auf die Winde drauf machen, das würde ich ausprobieren. Allein schon, um es euch dann zu zeigen, ob es einen Wert hat oder nicht, weil ich verspreche mir einfach vom Hochverdichteten, dass es sich jetzt so zusammenzieht auf der Trommel und man dadurch immer gleich leichtläufiges Seil hat. Wenn man da runter guckt, dann seht ihr nichts, ich schon. Ja, genau, so, jetzt tun wir das noch ein wenig da an der Hersäule und rausfahren und dann ist für heute auch gut. So, jetzt geht's heim. Hier oben haben wir schon, ja gut, richtig Schnee jetzt auch heute, aber ja, mal ein bisschen mehr wie da, wo ich am Holzrücken bin. Aber zum Beispiel da, wo richtig Bäume standen. Also hier stehen große Weißtannen. Da liegt auf dem Weg eigentlich so gut wie gar nichts. Auf der Fahrspur gar nichts und in der Mitte nur minimal. Und ich habe ja gestern, vielleicht blende ich da noch ein Bild ein, einen Abflug gemacht. Bin um 8 Uhr morgens oder so losgefahren, viertel nach 8 Uhr. Und ja, denn bin ich bei uns, gibt es ein ganz steiles Stück am Gäreberg. Also ist Teerstraße, das heißt Allerheilige da oben. Und da bin ich runtergefahren mit dem Traktor zur Demo. Ja, und tritt auf Bremse. Naja, und da hat halt nichts, war halt nichts, was die Reifen heben könnte, weil die Straße war nämlich spiegelglatt. Ich bin zwar mit dem, weiß gar nicht, bin ich da mit dem VW-Bus auf? Ich bin da mit dem VW-Bus sogar aufgefahren, zum den Traktor holen. Ja, und dann denkt, naja, gut, passt, einwandfrei, kann ich auch mit dem Traktor runterfahren. Naja, fahre ich mit dem Traktor da runter.
tritt auf die Bremse und denkt, scheiße, der Traktor wird aber immer schneller. Dann habe ich gegengelenkt, versucht den Karren irgendwie auf der Straße zu halten. Ja, und diese Fahrt hat dann damit geendet, dass ich dann rechts im Wald gelandet bin. Also der Traktor hat den Draht quergestellt auf der Straße. Und dann bin ich so quer in den Wald so reingeschlittert und dann auf der Rasen gekommen und habe halt gegengelenkt und dann bin ich geradeaus wieder gewesen und dann bin ich da ins Dickicht rein. Boah, da war es mir dann erstmal anders, weil den Karren hätte es auch locker flockig umschmeißen können, weil ich glaube, ich habe nämlich 50 oder so drauf gehabt. Also ich bin oben mit 20, 30 km/h angekommen, aber wo ich dann unten war, habe ich glaube 50 oder 60 drauf gehabt. Und dass es mir der Traktor geschmissen hat, das war das Einzige. Auf jeden Fall, jetzt geht halt der Allrad nicht mehr. Also wenn man auf das Bremspedal steht, dann zeigt es zwar der Allrad an und du kannst auch den Allradtaster drücken, aber da unten im Getriebe passiert halt allradtechnisch nichts. Und jetzt muss ich morgen vielleicht erstmal unter den Traktor abliegen, gut so wie gefroren wie es ist. Brauche ich eigentlich gerade gar keinen Allrad, zumindest mit dem Rückiwagen, weil der Rückiwagen bringt so viel Stützlast hinten zusammen, dass das auch fast schon ohne Allrad geht zum Fahren. Ja. Aber es ist halt trotzdem Käse, weil wenn man Allrad hat, sollte man den halt auch benutzen können. Entschuldigung, Sicherungen sind alle drin, also daran scheitert es nicht. Jetzt muss ich mal morgen gucken, ob es vielleicht unter der Cardan Valley was ist, was aber eigentlich jetzt sein dürfte, weil, also Entschuldigung. Nur weil ich da einen Abflug in Prärie mache, da so unten die Cardan Valley zusammenschlagen. Also, das wäre echt ein Witz. Und dann muss ich mal gucken, ob das Magnetventil finde. Ob das vielleicht einen Schlag weg hat. Ja, und wenn es das alles ist, dann weiß ich eigentlich auch nicht so wirklich. Und jetzt muss ich mir nämlich dann auch morgen mal noch schlau machen. Weil so nach meinem Verständnis, ist eine Kreisstraße, ja? Und nach meinem Verständnis hat die Straßenmeisterei dafür Sorge zu tragen, dass die Straßen jetzt spiegelglatt sind. Ja, die sollte da gerade an solche Stellen Salz nachwerfen, dass es knallt. Und 8 Uhr morgens. So, jetzt habe ich natürlich wieder einen Anruf gekriegt. Was wollt ihr jetzt sagen? Ja, und wenn es halt das Magnetventil nicht ist, dann weiß es dann irgendwo auch nicht mehr. Ja? Weil wenn Sicherungen drin sind, Magnetventil schaltet, also dann wird die ganze Sache halt schon langsam relativ spanisch. Ja, und Spanisch kann ich nicht, also da hört es dann auf. Oh, ja, also das ist halt immer so ein Ding für sich. So, guten Morgen miteinander. Ja, gestern Abend haben wir ja noch wen gesehen oder habe ich noch was erzählt. Jetzt mittlerweile sieht es da Hanne so aus. Da Hanne kommt so das 5 und 6 Meter lange Holz her, weil das kann ein Kurzholzzug eigentlich gut laden. Da Hanne ist den Langholz, wobei ich mir noch ein wenig unschlüssig bin. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade im Seil einhängen mit 7 Meter. 7 Meter ist natürlich schon wieder so ein Maß. Das kriegst du jetzt halt auf den Kurzholzzug eigentlich schon wieder nicht mehr drauf. Ja, da haben wir zum Beispiel den neuen mit 7,50. Also jetzt bin ich gerade ein wenig am Überlegen, ob ich vielleicht gerade da haben mal so 2-3 herlege, weil ich darf sie halt aufeinander legen. Der hat sogar gerade schön dahinter dem Stock liegen. Ja, wenn ich den jetzt mit dem Frontschild ein wenig dann aufschiebe, dann könnt ihr den anderen 7-Metrigen da dazulegen. Und wenn der nochmal ein 7-Metrigen kommt, kann man den auch noch. Also so 3 Stück kriege ich, denke ich, da her. Viel mehr nicht, weil da hinten ist die Straßenkante so. Ja, 30 cm vom Polter weg ist eigentlich der Weg.
Ja, und weiter wie das sollte ich eigentlich nicht in den Weg reinkommen mit dem Holz. Also, ich sag mal, so hier, wo jetzt der Strich ist, bis daher kann ich maximal mit dem Holz gehen. Das ist dann aber schon das Äußerste eigentlich. Ja, viel weiter sollte ich eigentlich nicht rauskommen. Und ja, eigentlich ist es gar nicht so blöd, wenn da 7-metrige liegt, vielleicht schmeißt er sich das dann noch ganz oben auf die 6er drauf. Ja, mal gucken. Jetzt legen wir das auf jeden Fall mal da her, weil wir haben jetzt so viel Platz. Weil der Hanna ist ja gleich wieder Nachbar. Das Langholz liegt jetzt schon beim Nachbar. Der ist so nett und ich darf das da reinlegen, aber ich darf halt nicht mehr Platz verbrauchen wie jetzt. Da fürs Langholz und allein der Platz wird mir schon nicht reichen. Da muss ich dann mal noch gucken, wonach. Weil, ja, es wird dann halt irgendwo, wird es jetzt dann halt schon relativ bald eng. Gut, Brennholz bringe ich der Hanna jetzt eigentlich gut noch her, weil ich jetzt 2x5 Meter habe, also sprich 10 Meter Polterlänge. Ja, gut, wobei der Hanna bringe ich natürlich nichts mehr nach. Gut, vielleicht da noch ein wenig. 2-3 Stämme noch. Aber halt der Rest muss halt da hingehen. Ja, also gut, aber ich sag mal, wenn man das da voll poltert und dann den Haufen macht, so dass es nicht runterfliegt, dann bringe ich da eigentlich als Brennholz alles her. Denke ich mal. Dann haben wir da noch Lagermöglichkeit. Da täte ich vielleicht hergehen und vorne her Langholz herlege. Nein, muss auch mit der Kamera mitgegangen. Da in den Graben Langholz herlege. So zwei Stämme, die hätte da nachgegangen. Dann kann ich dahinter immer noch Kurzholz legen, weil da bringe ich ja auch nicht alles Kurze her. So, und hier brauche ich auch kein Kurzholz herlege, weil der Fluch der Langholzfahrer oder der Holzkutscher dann. Weil er es gar nicht geladen bringt, gescheit. Und außerdem ist da auch noch kein Platz. Da müsst ihr jetzt gerade noch mit dem Rickywagen durchfahren. So, und da sind wir schon wieder beim Nachbar. Ja. Also gut, da sage ich jetzt mal, wenn man es jetzt drauf ankommen lässt. Also da ist jetzt die Flurstücksnummer vom Nachbar. Und da oben ist der Grenzpfosten. Also ich sag mal, der da ist ein Grenzbaum im Prinzip. Da ist jetzt eigentlich die Frage, warum man hat den hier standen lassen, die Esche. Aber gut, die ist ja eigentlich noch gut beieinander. Also ich sag mal, wenn man jetzt bis zu dem Stock daher noch Langholz legt, das geht gegen auch noch, dass man da noch, was weiß ich, da bringst du auch noch mit 2-3 Stück her. Und dann halt auf die gegenüberliegende Seite, also hier auch nochmal 3-4 Stück bringst du auch nochmal rein. Ja, also irgendwie wird es gehen. Jetzt tun wir einmal die Lagerfläche, wo wir haben, mal voll machen und dann sehen wir weiter. Aber jetzt zum Beispiel der da hin, guck ich mal, vielleicht tue ich den dann schon da hin her, weil der mir da vielleicht besser rausläuft. Aber ja, muss ich mal gucken. Jetzt haben wir hier ein bisschen eine größere Esche. Man sollte halt auch Zapfwelle anmachen. Jetzt geht die Tür halt auf. Ah doch, jetzt. So. Jetzt bleiben wir auf. So, die Tür im Rücken ist nämlich jetzt so angenehm. So. Jetzt. Oh ja, war. Hast gut. Geht schon. Bloß halt da hin raufbringen, das wird jetzt noch ein wenig einen Kampf geben. Aber das macht auch nichts. Weil die du jetzt eh nicht fahren draufziehe, die Säule rauf. Power! Ja gut, klar, auf dem Schnee und den Gefroren, da läuft das Holz natürlich auch
Da ist das Holz nämlich schwer. Jetzt gucken wir mal, aber ich glaube nicht, dass ich damit fahren würde können. Oh je. Sollten wir einmal nicht meinen, was der kleine Karre alles packt. So 16. Ja. Was der Karre alles packt. Achso, jetzt steht das Schild auf. Okay. War ein Fahrfehler von mir. Gerade Traktor nichts zu so. Also sollte man einmal nicht meinen, was der Bock alles wegzieht. Dafür, dass der bloß 85 PS hat. So, jetzt machen wir bloß da hin. Ist so ein schöner Stock. Den nehme ich als Anstreifer. Weil, wenn man jetzt guckt, zieht es nämlich Salz hinter Schee ums Eck rum. So. Jetzt machen wir ihn bloß hochnehmen, dass man die junge Weißtanne da jetzt so beleidigt. Also Kameraführung bitte ich zu entschuldigen. Okay. Die Nichtbeleidigung funktioniert nicht. Scheiße. Das ist halt das, weil man keinen Zangenschlepper hat. Aber den fahren wir halt jetzt ein Stück zurück. So. Jetzt fahren wir halt daheim ein wenig im Graben. Aber das macht nichts. So, jetzt sind wir nämlich an der Weißtanne vorbei. Jetzt machen wir das Seil auf. Und jetzt fahren wir da hin hoch. Wenn es denn noch ist. Ja, ich muss mal noch Stachelkette kaufen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Lüpft man da hin noch die Bergstütze ab. So. Bremse wieder neu, ziehe. Und schon läuft der ganze Kollege da hin relativ schön ums Eck rum, ohne das gepolterte Holz in Mitleidenschaft zu ziehen. So, jetzt haben wir es da. So, jetzt machen wir mal Weitwinkel. So, dann seht ihr auch hier was. So, jetzt hängt da irgendwo. So, jetzt nehme ich. So, jetzt wollen wir da rein ein wenig Seil geben, dass der Bock uns da noch ums Eck rumgeht. So, jetzt standen wir natürlich da. Schia. Dann lassen wir da einen mal ganz ab oder machen wir das Seil auf. So, weil sonst bauen wir uns jetzt nämlich da eine Ei. Und wir kommen nämlich weg. So. Jetzt fahren wir da eine vor. Ruckel die Rucke, Bergstützen ab. Und dann ziehen wir den Kerl bis daher. So, dass er eben ist. Ja, passt. Ja, der passt ja schon gar nicht da hin aufs Polter drauf. Wenn man da hinten mal guckt. Ja gut. Scheiße. Ich musste halt noch ein Stückchen weiter vor. Jetzt ziehe ich ihn noch bis ganz an den Schlepper her. Ja,
fahre noch ein Stückchen vor, dass er mir an der Naturverjüngung dahinter vorbeigeht. So. Und wenn ich ihn da dann nachher vorbei und dann drücke ich ihn dann wieder zurück, wenn es geht. Und sonst liegt der halt nicht ganz eben auf dem Polter. Aber ich will jetzt die jungen Buche dahinter zusammenkarren. So. Heute ist Donnerstag. Es ist immer noch arschkalt. Ich glaube so minus 6 Grad haben wir. Aber ist halt genial zum Schaffen, gell? Das Holz, das rutscht nur so über den Boden. Also wenn es nicht bergauf gegangen wird, jetzt von alleine gelaufen. Und halt auch zum Fahren. Der Rückiwagen sinkt nicht ein. Die Stütze sinkt nicht ein. Der Renault, der Hanna rauf, das ist wie hier schon, wenn er, wie, als wenn du auf dem Asphalt fährst fast. Also es ist schon super. Also so ein Rätefrosch mal eine Woche lang ist schon was Herrliches. Und da habe ich in weiser Voraussicht mir die Woche freigenommen. So, jetzt tue ich da unten hier ein wenig das Kurzholz noch zusammen. Sammle, aber nur das, was einen Wert hat. Also sprich, jetzt da sowas oder sowas, das lasse ich liegen. Auch so Sachen und solche Sachen, da das lasse ich auch liegen, weil das wird eh bloß ins Hackholz kommen und das ist nicht der Wert. Aber ich sammle jetzt hier im Prinzip bloß noch das zusammen, was Material gibt. Also der, dahinter das. Ja, halt so hier das ganze kurze Holz. Das sammle ich jetzt noch zusammen. Und tue das raufziehen. Da rauf, wo die Lagerfläche ist. Und dann tue ich es mit dem Rückiwagen poltern. Ihr könnt auch hier runterfahren. Problem erstens ist, dass der Rennerkoin, dass der Allrad immer noch nicht geht. Jetzt heute Mittag fahre ich zum sehr, sehr gute Mechaniker, der das vielleicht in den Griff kriegt. Und zweitens, die Steigung hier komme ich mit dem vollen Wagen nicht hoch. Da müsste ich jetzt den Renault dann aufstellen da und als Traktionswende nehmen. Dann erst bis da nachfahren, dann den Renault ganz aufstellen. Und wieder als Traktionswende nehmen. Und das will ich eigentlich nicht, weil das ist bloß eine Plagerei für das Glas. Also da habe ich eher Angst, dass ihn am Ende noch auseinanderreißt. Wird jetzt nicht daheim passieren, es würde schon gehen, aber nee, das ist mir zu blöd. Und deswegen machen wir es jetzt halt so. Mein Gott, jetzt habe ich hier noch das bisschen Holz, da fahre ich jetzt 2-3 Mal, dann ist das weg. Und dann habe ich da noch so einen ganzen Arsch voll, da würde ich auch noch 3-4 Mal fahren müssen, bis ich da alles oben habe. Und dann muss ich bloß noch oben das, was alles vorgeliefert ist, aufpoltern. Und dann ist der Hanne fertig, weil da Hanne, das bleibt alles liegen, das verrottet. Und ja, genau, so machen wir das jetzt. So, hier seht ihr jetzt noch ein kurzes Video, wo jetzt die Eschenbaustelle abgeschlossen ist. Hier liegt zum Beispiel jetzt Langholz, weil ich vorne auf den einen Polter nicht alles drauf bekommen habe, weil ich darf sie ja nicht aufeinanderlegen, damit der Holzeinkäufer das Holz richtig begutachten kann. Dann haben wir hier einen ordentlichen Polter Eschenbrennholz. Danach kommt Hackholz, links noch das 7-metrige Holz. Rechts haben wir die 5er und 6er, das hatte ich ja damals in dem Video dann auch schon gezeigt. Und danach kommt noch der Rest an Langholz. Also ich schätze mal, es gibt eine ganz gute Menge. Ich möchte mich da jetzt noch entschuldigen, dass ich jetzt 2 Handyaufnahmen hochkant gemacht habe. War aber so jetzt einfacher für mich zu machen. So, und dann durfte ich mal wieder selber Holz machen. Habe hier eine starke Esche und eine kleinere Fichte gefällt. Die Rückiwanne,
Die Rücke war nicht. Die Reisig waren aber auch mal wieder im Einsatz. Da habe ich von der Baufeldräumung ein bisschen das Hackholz abgefahren und auch eine seilunterstützte Fällung mit der Kranwinde habe ich gemacht. Das ging sehr gut. Es war kein Rückhänger, aber die stand gerade, habe ich sie halt kurz mit der Winde umgezogen. So, und jetzt ganz spannend. Das Problem mit dem Allradgetriebe. Es wurde gefunden und es hat sich herausgestellt, dass bei der Getriebeüberholung im letzten Jahr da ein Werkzeug vergessen wurde im Getriebe. Also das haben wir so nicht hintrapiert. Wir haben diesen Deckel unten vom Getriebe genau so weggemacht, wie er hier auf dem Bild liegt. Wir haben nichts verändert. Genauso haben wir ihn rausgeholt. Da muss man, glaube ich, nichts hinzufügen. Ich möchte jetzt hier auch niemanden irgendwie kompromittieren oder sowas oder sonst irgendwie blöd darstellen, deswegen werde ich auch nicht sagen, bei welcher Firma die Maschine ist, beziehungsweise das Getriebe letztes Jahr überholt wurde oder da schon repariert wurde, weil ja schon ein werkseitiger Schaden vorhanden war oder halt eine Diskrepanz werkseitig war. Aber ich sag mal, es kann immer mal passieren, sowas. Aber ich sag, bei so einer Maschine, die eh schon einen Schaden hat, den man dann repariert und dann einen Schraubenzieher drin zu vergessen, der das Getriebe wieder für ungefähr den gleichen Preis zerstört, das ist schon, ja, es ist nicht richtig, sagen wir einfach mal so. Egal, es ist jetzt so, wie es ist. Ich bin Gott froh, dass es nicht mein Traktor ist. Von dem her bin ich da raus. Aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr ärgerlich, wenn man einen Traktor für ein bestimmtes Geld kauft und erst ist werkseitig schon eine Diskrepanz da, dann wird die gerichtet und kaum, ja, wie lange war er jetzt gerichtet? 4 Monate oder so. 4 Monate später, ist das Allradgetriebe halt durch einen Schraubenzieher kaputt. Das ist, das ist nicht schön. Und jetzt ist es so, wie es ist. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und wie lange der Traktor jetzt wegbleiben wird, weil die müssen das Getriebe komplett rausmachen, weil ja das Getriebegehäuse einen Schaden an sich hat. Sprich, da muss ein komplett neues Getriebegehäuse rein. Wahrscheinlich vielleicht auch ein komplett neues Getriebe. Ich weiß es nicht, wie sie es machen werden. Irgendwie werden sie es machen müssen. Naja, egal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, gern Like und ein Abo und bis bald. Ciao.